Die Kunst kann das Leben nicht mehr als System logischer Zusammenhänge zeigen. Auf der anderen Seite ist jeder Kunstgegenstand, jedes Kunstwerk ein System logischer Zusammenhänge. Imne Kartesch, 1964. Günter Tiedekens Malerei hat den Charakter einer Entsagung. Sie ist zugleich sehr einfach und sehr kompliziert. Hoffnungslosigkeit und Schwäche, ja auch Ohnmacht, haben seine künstlerische Arbeit berührt. Was für ein großartiges und genussvolles Spiel bestimmt einerseits seine Kunst und wie viel unerfüllte Träume der Sehnsucht enthält sie andererseits. Schönheit und Schmerz ist demnach darin. Eine innere moralische und weltanschauliche Dialektik dürfte für Günter Tiedeken Antrieb im Schaffen gewesen sein. Doch auch nach dem inneren Wie und Warum des Verzichts wäre zu fragen. Es sind die leidenschaftlichen Irrtümer, von denen der ungarische Schriftsteller Imne Kartesz in seinem Galeeren-Tagebuch spricht. Günter Tiedeken hat sie gleichermaßen durchlitten. Zwischen Resignation und Utopie hat sich mithin die visuelle Sprache dieses Malers entfaltet. Gesellschaftliche Umbrüche, politische Veränderungen nie geahnten Ausmaßes und nicht zuletzt persönliche Schicksalsschläge haben im Schaffen Günter Tiedekens Spuren hinterlassen, sodass man in einer ganzen Reihe seiner Bilder heute den archetypischen Ausdruck für seine Ergriffenheit angesichts dunkler Visionen, des Zweifels, der ihn erfasst haben mag, erkennen kann. Gegen das Erbarmungslose, gegen seine Einsamkeit, die ganz allgemein gesehen die Vereinsamung des Intellektuellen heutzutage ist, setzt er Gestaltformen, die in ihrer Zerbröckelung, in ihrer untergründigen Vielschichtigkeit und manchmal in ihrer geradezu embryonalen Gestalt zutiefst betroffen machen. Wir erleben es ja vielfach immer wieder. Der von uns betrachtete Gegenstand entzieht sich unserer kritischen Analyse. Seine neuesten Bildwerken nennt der Maler Verwerfungen. Sind es womöglich apokalyptische Bilder, Sinnbilder der existenziellen Schicksalsfragen? Es scheint, ein Dämmer liegt über dem Gemalten und eine Art Blendung lässt uns selbst himmlische Glorien nicht als Trost erscheinen. Ja, hier eins der frühesten Ölbilderchen, die ich gemacht mit 14,5 Jahren. Zur Biografie, ich bin 1932 in Berlin geboren, als kleiner Bub nach München gekommen, in München eingeschult worden, dann 1943 nach Jena, mein Vater war bei Zeiss tätig und wir sind 1946 als Familie nach Sowjetunion gekommen. So, da habe ich dann gezeichnet, Kerosin mit den Frauen, mit den Kindern, alles verpackt. Ein paar Fotos von Wandbildern, die ich in Krasnogorsk gemacht habe, zu Goethe, dann 34 Jahre Rote Armee, Es lebe der 1. Mai und so weiter. Das war so meine Lieblingsbeschäftigung. Hier sind wir Deutschen etwa gleichaltrig, die wir dann mit Russenkindern zusammen die russische Schule absolviert haben. Polnia Sredna Schkola, links der längste bin immer ich. Hier sind wir zusammen mit den Russenschülern, da stehe ich also auch in der Mitte mit der Mütze auf. Dann kommen wir zurück 1952, ich habe sofort in Dresden an der Kunsthochschule begonnen zu studieren, ein paar Bilder. Da bin ich zu sehen, wo wir den Güterwagen ausladen, da wird noch eine gemeinsame Ausstellung Deutscher, Westdeutscher und Ostdeutscher. Da bin ich also dabei, da habe ich dann bei der Jurierung die Bilder zu tragen gehabt. Hier stehe ich auch wieder vorne bei der großen Jury im Albertinum in Dresden. Ein kleiner Zeitungsausschnitt. Da haben wir im 7. Stock in Dresden in einem Neubau den Bewohnern unsere Arbeit zeigen wollen. Hier ist eine Weltbühne. Da wird Goltsch über Tiedeken und Tiedeken über Goltsch ein Text, den dann Lothar Lang noch einführt. Dann kommt etwas später ein strubbiges Bildnis. Das hat eine Frau Stefan Brosch aufgenommen. Sie hat mich dann für ein Buch oder für mehrere Bücher aufgenommen. Da sieht man mich auf dem Dach so krumm und schief, wie ich da so bin. Ja. So.
Dann kommt das Buch, was diese Bilder von der Stefan Brosch mit beinhaltet und auch meine Arbeit. Ich habe dort 7 Jahre lang ausschließlich aquarelliert. Das ist eins der Aquarelle. Das sind so Arbeiten aus den 70er Jahren, die in diesem Buch Weggefährten seiner Zeit veröffentlicht wurden. Ein Zustand, wo ich an einem Triptychon arbeite, sehr großes Format, ein Zeitsprung in die 80er Jahre rein. Da habe ich an der Hochschule in Dresden als Dozent gearbeitet, in der Malerei Grafik. Hier kommt auch noch Hochschulzeit. Da habe ich mit Studenten zusammen ein riesengroßes Bild gemalt, was dann im Foyer der Hochschule war. Eine Haltung zu dem Irakkrieg. Wir waren voller Unruhe und haben das machen müssen. Das Nelly Sachs Buch von mir, was im Verlag der Kunst herausgebracht wurde. Und das ist die Eröffnungsfeier dieses Buches. Hier ist das Nelly Sachs Buch vorgestellt. Gedichte, Wegweiser ins Ungesicherte. Das war in Zusammenarbeit mit dem Verlag der Kunst über Jahre weg am Ende der DDR zu Wege gebracht worden. Es sind großformatige Arbeiten von mir, 30 Arbeiten im Buch. Parallel dazu war eine Ausstellung in Rothenburg bei Stuttgart. Dazu ein Text, ein kleiner Ausschnitt aus einer Zeitung. Das hat mir auch doch Bedeutsames geliefert. Das ist das Bild, was auch in der Ausstellung zu sehen ist. Die Unruhe Daniel in der Röte des Feuerofens. Ich habe es ganz an den Anfang der Ausstellung gerückt, weil es für mein inneres Gleichgewicht von wesentlicher Bedeutung ist. So, Jahr für Jahr sitze ich hier an diesem Fenster in meinem Ungebindehaus und bereite mich auf einen kleinen Jahresholzschnitt vor. Das ist eine Tradition unter uns Kollegen, aber auch Freunden und Bekannten, denen man sich gegenseitig eine Freude machen möchte. Dieses Mal ist mir lange Zeit keine Idee gekommen, aber ich bekam zu meinem Geburtstag ein ganz für mich überraschend eine Schwarz-Weiß-Kopie eines Fotos. Da sitze ich im Steinbruch bei Horker. Ein Student hat mich von hinten aufgenommen und der brachte mich auf eine Idee. Ich sitze vor dem Steinbruch und der Stein gibt mir seine Möglichkeiten preis. Der Stein ist aber nicht nur der Stein von dem Steinbruch, sondern er hat noch andere Aspekte. Und diese Aspekte, die hängen zusammen mit etwas, was mich über Jahre schon umtreibt. Das sind die Steinritzungen der Kelten, nicht nur in Norditalien, auch in Norwegen, in Frankreich, in Spanien, überall sind da unglaublich reiche Zeugnisse ihrer Lebens- und Weltvorstellungen. Da habe ich eine Abreibung gemacht im Val Camonica in Norditalien und zwar entlang eines Quellverlaufes. Diese haben eine tatsächliche Breite von 1,30 Meter etwa oder 1,20 Meter und mal 60. Sind also ziemlich große Papierflächen, die habe ich erstmal einfach am Stein abgerieben und dann habe ich sie weiter bearbeitet. Sie sind dann alle schwarz geworden. Diese keltischen Werke sind inspiriert von einer unglaublichen Dynamik, von einer ständigen Bewegung, ganz im Gegensatz zu den klaren Vorstellungen, die im klassischen Griechischen, im klassischen, auch im Römischen, die bestimmten Formen waren. Im Keltischen ist alles in Bewegung. Hier heißt es, die keltische Kunst war darauf gerichtet, auf die Auflösung des Gegenständlichen mit Hilfe des gestalterischen Rhythmus. Die keltische Kunst war darauf gerichtet, auf die Auflösung des Gegenständlichen mit Hilfe des gestalterischen Rhythmus, der das tragende Element des Universums ist. Es ist immer sie, die nie endende uranfängliche Bewegung. Es ist also nichts Statisches, sondern alles ist im Fluss, in Bewegung und so auch in meiner Arbeit. Entrée. Günter Tiedekens Ausstellung 60 Jahre Werkstatt steht ein Bilderturm voran, der gedanklich wie leibhaftig umwandelt werden muss.
Der Bilderturm symbolisiert einen Zustand des Begreifens, des Aufsteigens und der Verwandlung. Dieser Zustand ist immer an die Person gebunden, die da ausruft: Ich bin der, der ich bin. In der Figur des Daniel ist das Motiv des eigenen Lebenswillens als ein eruptives erarbeitet. Die Arbeit am Motiv verändert die Lebenseinstellung des Malers in eine demütige Haltung, einer Verneigung dem Menschen gegenüber, dem, der es redlich meint. Das Segel und die Arche tragen diese Welt weit hinaus. Die Ausstellung ist zum Thema 60 Jahre Werkstatt, Malerei, von mir konzipiert. Die einzelnen Räume sind mit Themen besetzt, jedes Thema noch sprachlich bereichert. Beginn. Das Moskauer All-Unionshaus für künstlerisches Volksschaffen besucht Günter Thielke 1951 und es entstehen erste bildnerische Versuche. 1952 zieht die Familie in die DDR nach Jena. Er bewirbt sich an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und studiert Malerei. 1956 reist er nach Italien. Sein Studium beendet Günter Thielke 1958. Er zieht in die Leonhardi-Straße. Die Veranda wird sein erstes Atelier. Unser Zeitgenosse ist die erste große Ausstellung, an der sich Günter Thielke 1963 in der Nationalgalerie der DDR beteiligt. Im gleichen Jahr ist er Mitbegründer der Studiogalerie im Dresdner Leonhardi-Museum. In diesem Raum sind neben drei Ölbildern drei Linolschnitte bzw. Holzschnitte zu sehen. Die früheste, sehr engagierte politische Arbeit von mir, das Thema japanisch Handeln, das Thema Rote Bergsteiger. Dieses Thema mit Fritz Schulze gewidmet, taucht im letzten Raum abermals auf und wird näher erklärt. Nähe. 1964 zieht der Künstler mit Familie in den Neubau auf der Rugestraße in ein Doppelatelier mit Blick auf die Stadt. Die Bildthemen verankert Günter Thielke im häuslichen Milieu. Die Frau, die Kinder, die Freunde, das Selbstbildnis. Aus dem direkten Gegenüber, das eine große Wirkung auf den Maler hat, entwickelt er eine formale Problematik der Wirkung der Farbflächen zueinander, die eisschollengleich aneinanderstoßen. Dazwischen bilden sie aber einen geheimen Verbund eines Dritten. Hölderlins Innerlichkeitsimpulse und Kleist treibende, verknappte Sprache sind Echos im Bildwollen und Bildgefüge. Im Aquarell zeigen sich deutlich die Intensität der Auseinandersetzung sowie die Einflüsse der Künstler August Macke und Oskar Kokoschka. Ich habe beim Aquarellieren ganz auf den spontanen Gestus vertraut. Ging der Fluss der Intensität verloren, habe ich sofort aufgehört und keinen kosmetischen Strich am Bild angefügt. Eine Atelierszene, Selbstbildnis mit Sohn im Atelier, in der Mitte der Globus, rechts oben die Zeit, die Uhr, in der Mitte der Schaukelstuhl, Beruhigung. Aber das Bild war sehr lange zerrissen und 10 Jahre später habe ich es mit rabiater Form schwarz neu bestimmt. Unruhe. Mit dem Kuba-Aufenthalt 1975 entsteht über die Ölmalerei und permanente Überarbeitung der Bilder eine von Zerrissenheit geprägte Bildsprache. Günter Thielke sucht Ausgleich, reist nach Laske in Fritz Drögers Domizil und versucht dort wieder den Dingen nahe zu sein. Er zeichnet und aquarelliert. Einen Lehrauftrag an der Technischen Universität Dresden im Fachbereich Architektur nimmt er 1976 an. Über viele Jahre habe ich mich mit dem Orchester der Dresdner Philharmonie zusammengetan, habe dort viel aquarelliert und dies ist das erste Ölbild nach 7-jähriger Abstinenz vom Öl, das erste Ölbild diesem Thema gewidmet. Es drückt Unruhe aus, Spannung, Bewegung, Rhythmus, all das, was mich in der Zeit umgetrieben hat. Unruhe.
Menschen. Aus dem Bild der Nähe, der Familie, wachsen in einem breiten Spektrum die Figurenbilder. Badende, Akte, musizierende Menschen, die sich im Dialog gegenüberstehen. Werkverträge mit dem Dresdner Pionierpalast, dem VB Fernmeldeanlagen baut und Vakutronik stärken und fordern Günter Tiedeken in seinem Verständnis für das direkte Gegenüber, dessen Entwurf und Ringen im Bild. Er setzt sich dem Probenspiel der Dresdner Philharmonie und dem Cellospiel der eigenen Tochter aus, zeichnet direkt und entwickelt daraus ein allgemeines Figurenbild, das von den Farbsetzungen und Überlagerungen des Aquarells mehr zu den Auswaschungen, Schürfungen der Schwarzkonturen zu Englischrot und Caput Mortuum getrieben wird, sich in der Figur des Stürzenden verdichtet. Dieser vierte Raum ist ein Gang, schmal, lang, nur ein Fenster, und der Endpunkt des Ganges ist ein Endpunkt des Möglichen, ein stürzender Akt, ein weiblicher stürzender Akt. Darunter zwei Holzschnitte, genauer ein Holzschnitt von 1963, der 2012 überarbeitet wurde. Damals wurde dieser frühe Holzschnitt nie gezeigt, der war mir peinlich. Ich habe ihn mit ganzer Absicht gezeigt in Beziehung zu diesem Überarbeiteten, um sichtbar zu machen, in welcher Beengung dieses Leben mit Hoffnung besetzt, aber nicht realisierbar war. Daher nie dunkel und nie hell. Stehende Zeit. 1980 erhält Günter Tiedeken einen Lehrauftrag an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, die 1986 in einer Dozentur im Grundlagenstudium, später in der Fachklasse Hallbeck, verwandelt wird. Vom alten Senatssaal wechselt er in das Kokoschka-Atelier, das ihm dankbares Motiv von innerer Befindlichkeit und äußerer gesellschaftlicher Situation wird. Den Versuchen, im Bild Halt zu finden, stehen die Erlebnisse ideologischer Phrasen, politischer Lügen und die Lehre der Ideen gegenüber. Die Hochschule ist in dieser widersprüchlichen Erstarrung Schutzraum. Hier entstehen jene 15 großformatigen Tafeln, die direkt darauf Bezug nehmen. Als Sektionsvorsitzender des Verbandes Bildender Künstler bemüht sich Günter Tiedeken um politisches Gehör, Auseinandersetzung und allgemeine Akzeptanz. Ich habe hier das Buch Nelly Sachs, Wegweise ins Ungesicherte. In diesem Buch sind etwa 30 Arbeiten von mir in einen Zusammenhang mit Gedichten von Nelly Sachs dargeboten. Mir ist ihre Dichtung seit Jahrzehnten nah und vertraut. Aus dem Spätwerk In meiner Kammer, wo mein Bett steht, ein Tisch, ein Stuhl, der Küchenherd, kniet das Universum wie überall, um erlöst zu werden von der Unsichtbarkeit. Ich mache einen Strich, schreibe das Alphabet, male den selbstmörderischen Spruch an die Wand, an dem die Neugeburten sofort knospen. Schon halte ich die Gestirne an der Wahrheit fest. Da beginnt die Erde zu hämmern, die Nacht wird lose, fällt aus, toter Zahn vom Gebiss. Nelly Sachs. Krankheit und unauflöslich scheinende Widersprüche ab Mitte der 80er Jahre öffnen Günter Tiedeken erneut die Gedichte von Nelly Sachs, auf die er durch die Lektüre von Stefan Hermlin in der Sächsischen Landesbibliothek stößt.
Der Schmetterling löst nicht nur das gleichnamige Selbstbildnis aus, sondern eine ganze Reihe von Arbeiten zu Nelly Sachs, die 1988 im Verlag der Kunst Dresden als Buch herausgegeben werden. Im Prozess der deutschen Wiedervereinigung und der daraus resultierenden Umformung der Institution verlässt 1992 Günter Thielken die Hochschule für Bildende Künste Dresden. Er begibt sich in eine Art Diaspora. Das Blau als Farbe eingerieben und ausgewaschen in Filterpapier steht zentral für alle Werke, die die reiche Beziehungswelt der hebräischen Buchstaben untersuchen. Dieser zentrale Raum im Schloss Königshain ist besetzt von meinem Buch West-Ost, Ost-West, das die Begegnung und Berührung zwischen meiner Annelies Zenker und mir im Jahre 2000 zum Inhalt hat. Dieses Buch habe ich über ein Jahr lang reifen lassen. Das Besondere ist das Papier. Es ist ein besonders transparentes. Wenn ich auf der einen Seite auftrage, schlägt die Farbe durch und erzeugt auf der Rückseite ein umgekehrtes Bild, aber nicht gleichermaßen. Ich habe immer an Jakob Böhme dabei gedacht, Jakob Böhme, der Schuster aus Görlitz, der mit seiner Ahle den Lederriemen durch das Oberleder, durch das Unterleder schiebt und dann umgekehrt wieder zurückführt und somit eine Verbindung von oben und unten, also von vorne und hinten, immer wieder sozusagen ertastet und mit dem Körper erspürt. Das war mir ein Anliegen. Karski. Das Buch Jan Karski, mein Bericht an die Welt, fällt Günter Thielken mehr durch Zufall 2012 in die Hände. Karski spricht seinen Bericht 1942 als Radiotext und veröffentlicht seinen Appell 1944 weltweit als Buch. Erst Claude Lanzmanns filmisches Porträt rückt Karski wieder in das öffentliche Bewusstsein. Das Unerhörte des Buches fesselt den Künstler und erstellt die neunteilige, gleichnishafte Papierarbeit Jan Karski das Buch zusammen, die polnische und jüdisch-polnische Situation interpretiert. Dieser Raum ist Jan Karski gewidmet. Neun große Papierarbeiten unter Glas bestimmen die Hauptwand. Sie heißt das Buch. Das Buch insofern, weil ich mich auf das Buch, was Jan Karski seinerzeit 1944 in die Öffentlichkeit, in die Welt sandte, seinen Bericht an die Welt, jetzt vor einem Jahr erstmalig ins Deutsche übersetzt, mir zufällig in die Hände fiel. Nelly Sachs, eine jüdische Dichterin, wird hier wieder aufgenommen. Insofern Jan Karski durch seine unglaubliche Leistung auch dem jüdischen Volk gegenüber von der jüdischen Öffentlichkeit zu einem der Gerechten erhoben wurde. Der Stein und Vorläufiges. Günter Thielken verabschiedet sich still von Dresden. 1995 kauft die Familie ein Umgebindehaus in Dittelsdorf-Hirschfelde, das ihm Werkstatt, Lager, Archiv und Stube wird. Reisen nach Norwegen, in die Alpen und Italien unternimmt er mit einem umgebauten VW-Bus. Gertrud Thielken stirbt 1999. Nochmals reist er mit Annelies Zenkert. Dieser Raum ist der letzte, der neunte Raum, der den Stein wesentlich zum Inhalt hat. Hier wurde ja monatelang der Königshainer Granit abgebaut. Hier befindet sich ein Original Königshainer Granitstein, den ich zu einer Installation aufgebaut habe mit zwei Mistgabeln und einem Stein darüber. Das hat eine Berührung zu einem Holzschnitt. Das alles wird in dem Grafikschrank näher noch erlebbar, wenn man die Fächer aufzieht. Was mir wichtig ist, das Schweißtuch darunter. Das Schweißtuch ist besetzt mit Handgeschriebenem, was mir zufällig in die Hände kam. Es lautet zum Beispiel: Unsere Arbeit versickert, versunken
im löchrigen Boden untergegangen, die DDR. Wohin geht die Kunst und das Können? Vertut es sich, strömt das je wieder zuhauf? Aus der Dresdner, aus einer Dresdner Rede von Volker Braun 1995. Oder er kam aus Feuerbränden und ging in Feuerbrände, Volker Braun. Volker Braun, auch ein Dresdner, jüngerer Dichter, der mir maßgeblich innerlich zur Seite steht. Wesentlich in dem Raum ist der Grafikschrank, der besetzt ist mit Dingen, die ich das Vorläufige nenne. Der Stein, das Vorläufige. Wir alle sind Vorläufige. Es kommt vielleicht nach uns noch etwas. Aber vor uns war vieles Vorläufige, das sich in dem Gedicht von Celan ausdrückt. Assisi, da ist von dem Stein die Rede. Da ist von den Toten, sie betteln noch, Franz, die Sprache. Und das habe ich versucht, in einer Weise für mich deutlich zu machen. Hier ist der Linolschnitt, der bereits im ersten Raum zu sehen war, mit dem Fritz Schulze gewidmet. Dieses Porträt habe ich seinerzeit aus einem mir bekannten Selbstporträt, was Fritz Schulze 1933 im Gefängnis gezeichnet hat, für mich verwandt. Es war meine Ehrung, meine Hommage an ihn, und habe im nächsten Fach den letzten Brief, den Fritz Schulze an seine Frau Eva Schulze, Knabe, 5 Stunden vor seiner Hinrichtung in Berlin, Plötzensee, 1942 niedergelegt hat, ausgebreitet. Dieser Brief ist zu finden in dem Buch der Fundusreihe vom Verlag der Kunst in letzter Stunde, herausgegeben von Dieter Schmidt. Übrigens ist dieses Buch gleichermaßen von Dieter Schmidt in die Öffentlichkeit gebracht. Ich war, ich bin, ich werde sein. Hier der 4. Schub des Grafikschrankes. Der Grafikschrank hat nicht nur Gewicht durch den Stein, sondern auch durch den Gehalt, der in diesen Schubfächern verborgen ist. Hier der Text, den ich mir zufällig in der Bibliothek in Zittau notieren konnte, so lautet zum Beispiel, beharrend auf der plebejischen Tradition BB, also Bertolt Brecht: Alle diese Nächte schlafe ich nicht mehr aus Furcht, es könnte etwas im Sand verlaufen, vergessen werden, Heiner Müller. Oder in den Kämpfen, die bevorstehen, der Erdteile und der Landschaften, der Industrien und der Ideologien, werden die Waffen wieder Steine sein und die Vernunft wird Worte brauchen. Das gegenwärtige Weltgeschehen des Künstlers verankert sein im Lausitzer Granit, Notate und Recherchen, das Weitertragen eines Gedankens im Holzschnitt oder im Objekt und immer wieder das Zeichnen, es in das Papier einschreiben und sich auf das Papier übertragen, all das kennzeichnet Günter Tiedekens Arbeit dieser Jahre. Das Schaffen des Künstlers ist triebhaft, Arnold Schönberg. Der Maler Günter Tiedeken hat sich in seinem bildnerischen Schaffen dem Tonerlebnis moderner Musik derart genähert, dass man sagen könnte, er unterliegt gegenwärtig den Gesetzmäßigkeiten völliger Auflösung der tonalen Bindungen. Man denke an Arnold Schönberg, dessen formale Innovationen zu einem Funktionswechsel des musikalischen Ausdrucks geführt haben. Adorno sagt hierzu: Es sind nicht Leidenschaften mehr fingiert, sondern im Medium der Musik unterstellt leibhafte Regung des unterbewussten Schocks, Traumata registriert. Sie greifen die Tabus der Form an, weil diese solche Regung ihrer Zensur unterwerfen, sie rationalisieren und sie in Bilder transponieren. In einem emotional übersteigerten Expressionismus sprengt der Maler Tiedeken förmlich die überkommene Ästhetik. Und wie in der anarchischen Freiheit der Musik sind die Ausdrucksprotokolle Tiedekens triebhaft entstanden, allein dem verborgenen Willen und dem Unterbewussten als eine Art traumatische Botschaft unterworfen.